Hallo, grüß dich und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing. Und heute soll es gehen um ein sehr wichtiges Thema, und zwar Emotionen. Wie gehst du um mit Emotionen, sowohl auf der einen Seite überdimensionale Freude, auf der anderen Seite auch Ängste im Verkauf, im Verkaufsgespräch, in der Telefonakquise. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib kurz dran. Gleich nach dem Intro sehen wir uns wieder. Ja, hallo, grüße dich. Heute soll es gehen um Emotionen im Verkaufsgespräch. Ja? Und da picke ich mir mal ein Szenario heraus, und zwar das Szenario, du hast erfolgreich dein Ziel erreicht, sagen wir mal an der Telefonakquise, du hast einen Abschluss generiert oder auch im Vororttermin hast du einen Abschluss generiert oder du hast einfach einen Termin, sozusagen einen weiteren Termin generiert oder ähnliches. Also du hast also ein Erfolgserlebnis, ja, im Verkaufsgespräch. Und dabei ist es sehr wichtig, dass du letztendlich deine Emotionen einigermaßen im Rahmen hältst, also dich nicht zu sehr freust. Warum ist das wichtig? Weil du, wenn du dich zu sehr freust über ein Erfolgserlebnis, während du im Kunden sozusagen im Gespräch bist und auch noch relativ frisch in der Kundenbeziehung bist, und du dich zu sehr über ein Etappenziel oder einen Abschluss freust, ja, du letztendlich auf der emotionalen Ebene die Augenhöhe von dir zum Kunden verlierst. Ja? Denn was suggeriert übermäßige Freude, ein Freudentanz, suggeriert, dass du letztendlich es etwas nötiger gehabt hast, diesen Kunden zu gewinnen. Ja? Und das löst unter Umständen im Unterbewusstsein des Kunden, mindestens im Unterbewusstsein, eben hier eine Suggestion aus, dass du es eben etwas nötiger gehabt hast, als es vielleicht gedacht hätte, und du dann eben hier die Augenhöhe verlierst und damit eben auch eine Verhandlungsposition in allen weiteren Gesprächen. Der zweite Punkt ist einfach auch dann die Angst auf der anderen Seite, das ist eben ganz ähnlich, dass du letztendlich, wenn du einen Kunden dabei bist zu gewinnen oder möchtest gerne einen Kunden gewinnen oder hast schon einen Kunden gewonnen und machst gerade Bestandskundenpflege zum Beispiel, dass du natürlich nie zu viel Angst haben darfst, einen Kunden wieder zu verlieren oder Angst haben darfst im Gespräch, den Kunden nicht zu gewinnen. Warum? Weil hier wieder das Gleiche. Du verlierst einfach an Augenhöhe, auf emotionaler Basis hat der Kunde im Unterbewusstsein des Kunden, löst sich sofort die Suggestion aus, dass du es eben, dass du es ganz nötig hast, ihn als Kunden zu gewinnen, beziehungsweise den weiteren Vertrag abzuschließen, wenn es sich um Bestandskunden handelt, das ist völlig egal, auf welcher Situation du dich auch gerade befindest. Auf jeden Fall ist es super wichtig, dass du eben deine Emotionen unterm Strich immer in Schach hältst, selbst wenn du Befürchtungen hast oder Zweifel hast oder ähnliches, dass du es eben nicht zu sehr zeigst, weil auf der einen Seite du eben nie dich in die Position bringen darfst, dass du den Eindruck erweckst bei deinem potenziellen Kunden oder bereits Bestandskunden, dass du es zu sehr nötig hast, ihn als Kunden zu gewinnen, auf der anderen Seite dich aber auch nicht zu sehr freust, weil es eben wiederum Augenhöhe sozusagen verliert mit dir im Gespräch, mit weiteren Gesprächen mit deinem potenziellen Neukunden oder eben Bestandskunden. So, das soll es gewesen sein für dieses kurze Video. Hier ging es eben um Emotionen und dass du eben deine Emotionen immer sozusagen im Griff haben solltest und warum und weshalb. Ich hoffe, dieses Video konnte dir ein bisschen weiterhelfen und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Daumen hoch und bis zum nächsten Video. Dein Thomas Klein.